herzlich willkommen zum FIFA World Cup 2022 in Katar, zum Orakelspiel. Freunde, ich lasse hier nur zwei KIs gegeneinander antreten. Ich spiele das nicht, also wenn eure Mannschaft verliert, dann kann ich nichts dafür. Also nicht über mich schimpfen, sondern dann über FIFA schimpfen, könnt ihr gerne machen, da habe ich kein Problem mit. Es ist immer 24 Stunden vor dem tatsächlichen Spiel der WM, kriegt ihr hier diese quasi... Ja, ich nenne es das Orakelspiel. Seht ihr dann eben vorab die Partie. Wie gesagt, zwei Legenden-KIs spielen gegeneinander, wie die Originalpaarungen sind. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video und lasst mir noch ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Viel Spaß und auf geht's jetzt. Herzlich willkommen zum nächsten Match Katar gegen Senegal. Ja, ich nenne es mal das Duell der beiden Verlierer des ersten Spieltages. Senegal gegen die Niederländer 2:0 verloren, war höher als es eigentlich, ja, meiner Meinung nach verdient war. Und Katar tatsächlich komplett untätig gegen Ecuador. Ecuador hat eine relativ normale Halbzeit gereicht, um hier 2:0 souverän zu gewinnen. Die beiden Tore durch Enner Valencia. Und ja, heute treten die beiden gegeneinander an. Ein Sieg ist eigentlich quasi Pflicht, um irgendwie noch die Chance zu haben, weiterzukommen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, übergebe an Wolf Fuß und Frank Buschmann. Liebe Fußballfans, willkommen hier im Lusail Stadium. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Auf unserem Programm steht am heutigen Tage das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Und das ist natürlich eine Partie, die viel verspricht. Das spürst du auch an der Atmosphäre hier im Stadion. Die Stimmung im Stadion könnte kaum besser sein. WM-Gruppenspiel, es wird spannend, es wird sehr interessant. Das ist ein Duell, das einiges verspricht. Was erwartest du heute taktisch von ihnen? Ja, sie kommen normalerweise gerne über den enormen Druck, wollen den gegnerischen Spielaufbau von Anfang an stören. Und ich glaube, wenn ich mir das Team heute so ansehe, das wird auch diesmal wieder ihre Strategie sein. Das ist die Aufstellung von Katar. Der Torwart ist Saad Al-Scheib. Roro spielt mit Homam Ahmed in der Abwehr. Karim Boudiaf steht mit Abdulaziz Hatem im Mittelfeld. Und im Sturm ist Al-Moez Ali. Jetzt läuft's, dieses erste WM-Gruppenspiel. Abdulaziz Hatem. Akram Afif. Den Zweikampf führt er sehr gut. Oh, das könnte was werden. Idrissa Gueye. Ghana. Die Chance hier. Lässt sich nicht wehren, den hält er. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung. Alles genau richtig gemacht. Klasse Aktion vom Schiri.
die kurze Ecke. Jetzt schießt er. Blockt den Schuss erstmal ab. Kouyaté. Ah, da machen sie nichts aus dieser Chance. Der Trainer ärgert sich, der Trainer ist sauer. Da muss mehr kommen. Der Ballverlust, keine gute Aktion. So, weg ist der Ball. Ah, das sieht gut aus. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Akram Afif. Afif am Ball. Ja, dieser Ball kommt nicht an. Der Ball ist im Seitenhaus. Einwurf. Karim Boudiaf. Sie fangen diesen Ball ab. Kouyaté, Mondi, die lassen den Ball da jetzt gut laufen. Idrissa Gueye, schön abgeblockt. Hartes Einsteigen, aber Vorteil, kein Pfiff, Spiel geht erstmal weiter. Und dann wird der Vorteil doch abgepfiffen, wird Freistoß geben. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann. Nein, Wolf, sehe ich auch so. Die musst du geben. Das lässt keiner durchgehen. Das ist es vielleicht. Was eine Chance, Latte! Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschuss. Den musst du erstmal rausholen. Nur der Aluminiumtreffer. Es hat nicht viel gefehlt. Und sie hätten den Vorsprung weiter ausgebaut. Es bleibt bei einer knappen Führung. Sie machen weiter Druck. Jetzt ziehen sie den nächsten Angriff auf. Gut verteidigt. Roro. Bleibt Sieger in diesem Zweikampf. Tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Und das gibt Ecke. Der Ball kommt rein. Ein richtig guter Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Jetzt die Ecke. Er bringt den Ball nicht raus. Boualem Kuki.
Hassan Al-Haidos. Gute Pässe jetzt. Guter Schuss jetzt. Sichere Parade. Kurzer Eckball. Hassan Al-Haidos. Al-Haidos! Was für ein Reflex! Boah, Wahnsinn! Wie hat den noch gehalten aus der Entfernung? Großartig! Ecke kommt in den 16er. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Ja, Wolf, so eine Chance dürfen sie nicht liegen lassen. Das kann keinem Trainer gefallen. Schiedsrichter lässt laufen. Vorteil, vielleicht können sie das jetzt nutzen. Viel Einsatz, Szene geht weiter. Kouyaté. Guter Vorstoß, kann was werden. Guter Pass jetzt. Am Ball Ismail Assar. Er kommt nicht durch mit dem Pass. Der Verteidiger passt auf. Karim Boudiaf. Al-Moez Ali. Karim Boudiaf. Sie lassen Ball und Gegner laufen. Die Spieler sind einfach so sicher, da kannst du fast nicht in Ballbesitz kommen. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Das könnte eine Gelegenheit werden. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Akram Afif. Sie haben durchaus Platz auf außen. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Jetzt der Eckball. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Abdulaziz Hatem. Hassan Al-Haidos. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Die Ecke kommt rein. Sie spielen erstmal raus. Karim Boudiaf. Wir hören den Pfiff, das war's. Die erste Spielhälfte hier im Lusail Stadium. WM-Gruppenspiel Nummer 1. Los geht's mit Durchgang 2. Karim Boudiaf. Der Ball läuft richtig gut. Akram Afif. Dia. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Roro.
Abdulaziz Hatem. Jetzt geht er nach hinten. Hassan Al-Haidos. Abseits, völlig klar. Das war unnötig. Da müssen sie sich mehr Zeit lassen. Viel zu hastig, dieser Pass. Vorne ist doch jemand im Abseits. Also da fehlt die Übersicht. Das sind so Szenen, die sehen Trainer nun wirklich nicht gerne. Gueye. Mondi. Er muss sich zurückhalten. Er hat schon gelb gesehen. Das Spiel ist heutzutage einfach so extrem schnell. Wenn das Timing nicht stimmt, dann ist man zu spät dran. Ja, so wie er hier, Wolf. Und er war bereits verwarnt. Das heißt, gelb-rot. Wir sehen es, sie lassen sie kommen. Diallo. Mondi. Koulibaly. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass. Mit Auge, mit viel Routine, tolle Parade, macht sich lang. Und der war nicht so einfach. War ein guter Ball, aber die Parade war noch besser. So, jetzt die kurze Variante. Oh, knapp! Jetzt gibt es hier vielleicht die Chance. Hätte vielleicht gefährlich werden können, aber der Ball ist erstmal weg. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Hassan Al-Haidos. Da sind Mitspieler frei. Er versucht. Klasse aufgepasst vom Torwart. Kurze Ecke. Akram Afif. Abdulaziz Hatem. Macht sich lang und dann hält er diesen Ball. Sie wechseln jetzt. Ecke in die Mitte. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Geht er rein? Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Da zeigt er sein Können. Die Ecke kommt. Da ist der Ball erstmal raus. Schön durchgesetzt. Akram Afif. Wichtige Aktion.
Crepin Diatta. Gutes Tackling. Schussversuch. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Es wird jetzt hier gewechselt. So, die kurze Variante. Idriss Agüero. Diatta. Ismaila Sarr. Da haben sie die Chance. Drin ist er. Sie erhöhen ihre Führung also auf 2 Tore. Da schauen wir uns das Tor noch mal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell und im Abschluss auch noch effizient. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Karim Boudiaf. Schön dazwischen gegangen. Gute Aktion jetzt. Ismaila Sarr. Das muss es fast sein. Eine. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Karim Boudiaf. Abdulaziz Hatem. Ball bleibt hängen. Ismaila Sarr. Die Fans wollen den Abschluss. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Hassan Al-Haidos. Ghana. Gute Chance. Idriss Agüero. Der Schuss. Einfacher Ball hier für den Torwart. Homam Ahmed. Afif am Ball. Abdulaziz Hatem. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Wir sind am Ende dieses Spiels angekommen. Für die Gäste gibt es hier also eine Niederlage. Sie verlieren hier also ganz knapp. Und die Frage ist, welche Schlüsse Sie daraus ziehen. Das war gut, was er heute angeboten hat. Ja, wenn du ein Tor in so einem Spiel erzielst, dann darfst du dich feiern lassen. Das war ein richtig guter Auftritt heute. Durchgang 1, wir legen los mit diesem ersten WM-Gruppenspiel. Erster Vorteil, aber der ist dann keiner mehr. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter, schön abgeblockt. Eine gelbe Karte, über die man sich nicht beschweren kann.
Kopfball, aber mindestens genauso gut gehalten. Eine starke Aktion von beiden. Guter Schuss jetzt. Eine sichere Parade. Was für ein Reflex! Boah, Wahnsinn! Wer den noch gehalten hat aus der Entfernung? Großartig! Abdulaziz Hatem. Da ist der Torwart da, gut gemacht. Mondi. Das Spiel ist heutzutage einfach so extrem schnell. Wenn das Timing nicht stimmt. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass. Oh, knapp. Da sind Mitspieler frei. Klasse aufgepasst vom Torwart. Abdulaziz Hatem. Sie wechseln jetzt. Macht er ihn! Gehalten, da zeigt er sein Können. Gutes Tackling. Schussversuch. So wird das nichts mit dem Tor, der Torhüter ist da. Diatta. Drin ist er. Sie erhöhen ihre Führung also auf 2 Tore.